Navi hat auf jeden Fall den schwierigeren Gegner gehabt und waren meiner Ansicht nach auch nicht wirklich warm. Weiß nicht, gerade Zeus war schon sehr verplant am Innen. Hat da nicht wirklich glänzen können. Mal schauen, wie er das jetzt macht. Ich denke mal, jetzt ist die Zeit noch 40 eingespielt. Vielleicht was gegessen, sind jetzt auch wacher und weiß nicht. Vielleicht auch eine bessere, angenehmere Zeit. Musikdingens gibt es natürlich auch noch weg. So, setzen wir mal Attacks-Kreise hier oder was? Beide Teams AFK scheint sich wirklich nochmal brüderlich in die Arme zu nehmen. Sich mal neu zu motivieren. Denn für beide geht es hier wirklich um alles. Wer hier verliert, der fliegt raus. Geht mit nur 1000 Dollar nach Hause. Der Sieger wahrt sich hier noch die Chance, vielleicht sogar bis ins Overalls-Finale zu kommen. Im nächsten Match im Consolidation-Finale wartet schon Virtus Pro, die eben ein sehr gutes Spiel auch gegen NiP gespielt haben. Und NiP ihrerseits stehen schon fest im großen Finale, was es dann als letztes Spiel heute gibt. So, und das Gerät wird halt nicht nur Pascha in der Hand haben, sondern auch Markloff. Unglaublich lang, wirklich. Sieht man eigentlich sein Auge? Das ist ja krass, wenn man da durchgucken könnte. Durch dieses Visier. Oh, sieht man nicht. Ist ja sick, wenn da noch ein Spiegel oder so drin wäre. Oder Glas. So, ich habe es gar nicht aufgepasst, dass er den Knife gewonnen hat. Sieht aber nach ESC aus. Immer noch nicht AFK, da muss ich ja selbst nochmal schauen, was da los ist. Auf dem Virtus Pro Stream. Bewegt sich hier wieder was. Vor allem ist C vorher so go go go. Jetzt sind sie beide AFK. Oder sie müssen noch den Einlauf. Ah, es kann sein, dass sie den Einlauf danach erst gemacht haben. Ja, auf dem Stream bewegen sie sich auch alle wieder. Null Delay GoTV oder was? Das wäre sick. Weil ich bin sogar vor dem offiziellen Stream. Zumindest hier bei mir. Boah, ich dann natürlich auch nochmal ein paar Sekunden später, aber endlich. Restarts kommen. Stream geht zu. Und somit viel Spaß im Lower Bracket Finale zwischen ESC und Navi. Wirklich ein erstklassiges Top-Match. Wieso eigentlich jedes Spiel in diesem Cup, in diesem Turnier. In diesem Mini-Turnier, aber mit doch stattlichem Preisgeld. 15.000 Euro gibt's, Dollar gibt's für alle vier Teams. 8.000 kriegt der erste. So, und ESC mit einem kleinen Read oder einem kleinen inneren Block. So, mit der Smoke. Lord schiebt jetzt große. Warte da auf die Ansage, dass deiner Füße kommt. Sehr schön, gefällt mir bisher die Aufstellung. Bombe auch bei Zeus, also man könnte entweder groß gehen oder klein. Hält sich da die Option noch offen? Lord bekommt die ersten Hits. Die Nate kommt zu spät. Da haben wir danach keinen Damage gefangen. Edward gewinnt es noch mit 16 HP.
MG ist jetzt raus und Zeus am Popo unten. Ich sehe das super auf mit Headshots. Ja, und jetzt die Entscheidung. Poppe nochmal raus. Zeus mit 100 HP. Kann er die Bombe noch legen? Kann er nicht. Neo gibt Headshots. Und das sieht super aus für ESC. Edward hat da eigentlich keine Chance mehr. Und da macht es Tess auch. ESC gewinnt hier die Pistol auf CT-Seite. Sogar ohne vielen Mannverlust. Gute Aufstellung. Müssen auch schöne Shots gewesen sein in der Grundlinie. So, haben sich auch natürlich nicht legen können. Keine Bombe gelegt. Ein Frag nur. Das heißt Full Eco. Senja hat es ja gut durchgesneakt. Ich kann sogar drei ansagen, aber Pasha guckt dann nochmal nach unten. Kann ihn machen. ESC belebt mit allem Mann. Navi muss auf jeden Fall noch eine Spar einlegen. Das reicht nie im Leben. Und da sind natürlich wahrscheinlich auch auf. Aber was? Oh Gott, sie kaufen doch. Okay. Falscher Read von mir. Ich dachte wirklich, dass sie mit AWP spielen wollen. Oh, aber so wenig Smokes und das auf Train. Ich weiß nicht, ob das erfolgreich wird. Man geht direkt Mitte anlegen. Verbratzt sich da aber gut. Bisher noch kein Fact fallen jetzt, die Refrags. Schön von Senna, der über MTW gegangen, wurde weggesprengt. Edward, sehr guter Move. Und Tour und Tour ausgespielt, also bisher doch ganz erfolgreich. Also man schiebt drüber, die Bombe ist down irgendwo. Ich weiß leider nicht wo. Kurz gucken. Hier ist sie. Oh, MTW. Und ESC weiß das. Wir sind auch sehr nah. Ach, relativ nah beieinander. Gruben schiebt jetzt davor. Weiß nicht, ob es besser gewesen wäre, da wirklich zusammen zu bleiben. Weil MTW auch eine ganz gute Pose ist. Ja, sieht den ersten. Zwei Seiten aufpassen. Mehr oder weniger. Deswegen fände ich es eigentlich fast besser. Mann, Kuben deckt ihn ab. Sehr schön gemacht, Zeus. Über KG. 33 HP, 35 HP sogar nur. Und netter Gold war leck. Ah, die Runde dürfte Zeus nicht holen können. So wenig Zeit. Die Bombe muss er picken. Kuben da auch eine gute Pose. Kann ihn da gut ausspielen. Dann sollte Neo wirklich direkt fallen. Aber Neo wird sich da auch lange nicht zeigen. Kuben da erst den Kontakt geben. Von daher wird sich das hier nicht ausgezahlt haben. Predikte ich jetzt einfach mal. Schade, also. Ich hab's echt gewundert, dass man hier so einen Kauf riskiert. Wenn er wirklich ohne Smokes, ich meine, man hat die Tour-and-Tour-Situation erspielt. Ist halt bitter, dass die Bombe da liegt. Die hatte wahrscheinlich Senja. Ah, vielleicht auch nicht perfekt ausgespielt. Ich meine, warum bleibt man dann nicht zusammen oder versucht irgendwie was gemeinsam zu spielen? Ah, Neo nachts ihn sogar noch. So, jetzt gab es hier eine Pause. Ich weiß leider nicht warum. Still Legia Pinks vielleicht? Ja. Echt komische Pinks da am Laden. War im allerersten Spiel auch schon so. So, jetzt hat man Smokes in der Eco. Eins, Nummer zwei, Nummer drei war glaube ich schon SC. Nate, mal schauen, ob Bombplant überhaupt aufgeht. Arkenlauf. Hoppe. Und der letzte stirbt auch. Easy. Round. So, geht schon mal viel, viel besser los bei ESC. Als vorhin noch gegen Virtus.
läuft doch keiner mehr. Also, interessant. Na gut, man hat noch kein Geld aufgebaut. Natürlich auch arschteuer, so ein Gerät. Neo spielt innen. Quasi der Zeus am inneren Spot. Hoffen wir nicht, dass er da alles übernimmt und da auch so schnell fällt. Bisher sieht es ganz gut aus. Gruben übernimmt auch große. Wir sehen noch keine AWP auf ESC-Seiten. Schieben auch alle rüber. Sie sind noch alle sehr weit weg. Okay, Tess jetzt mit dort. Oh, das schiebt wirklich super. Wir sind jetzt zu dritt am Spot. Gute Nate von Neo. Mit der Züse zielen. Oh, allerdings nur mit Gali. Oh, kriegt er letztendlich doch noch den Frag. Pusht nicht durch die Smoke. Oh, macht den zweiten. Alter. Das mit Low AP. Und der Rest von Navi. Schöner Headshot von Edward. Von Edward. Star Wars wird aber auch direkt gerefragt. Schöner Schuss wirklich von Edward, der wirklich gegen gegen Nip auch extrem geile Shots rausgespielt hat. Gegeben hat. Auch wenn Navi da nur 5 Runden geholt hat, aber er war wirklich einer der krassesten. Tja, nächste Runde für ESC. Navi gefällt mir gerade gar nicht so gut mit den Goals. Ich bin da einfach einen simplen Go. ESC wenig Probleme, das aufzuhalten. Ah, das geht. Das ist interessant. Wo hat er jetzt genau durchgeschossen? Hier. Sieht man leider nicht. Wahrscheinlich durch dieses Metallding. Also sehr interessanter Bang. Gab es ja in 6 auch so ähnlich. Navi wieder sehr schnell eben draußen. Zeus war super viel Damage gemacht. Schade, dass er Neo da nicht finishen konnte. Refrag fällt leider auch oben. Warum auch immer. Gut, da lag ein Smoke, aber verstehe ich trotzdem nicht, warum da kein Refrag kommt von Edward. So, Tess wieder gleich am Schieben wahrscheinlich. Ah, diesmal ist er nicht direkt da. Schickt der einen über 3. Sehr gut gespielt von Senja. Edward auch wieder an der großen Rampe. Gibt ein paar Hits. Ah, einfach nichts kaputt. Aber dafür ist C umso erfolgreicher. Die ganze Zeit mit der Smoke. Markenlauf steht da auch nicht mehr so gut. Auch nur eine Galil gehabt. Und Pascha gibt der Edward. Also super stark, wie ESC gerade spielt. Vielleicht aber auch super schwach, wie was Navi macht. Wobei diesmal sind sie besser auf den Spot gekommen. Den Retake können sie nicht aufhalten. Vielleicht jetzt einfach mal eine Fake am B spielen. Und dann wieder mal was am Außen versuchen. Man kann jetzt auf jeden Fall auch jede Runde kaufen. Fast am 4, zu 4. Mal. Mit einem sehr variablen Kuben. Sehr gut gegen Flashes von dort. Halten den Go-Kart komplett auf. Boah, er hat wirklich beide Seiten geflasht. Hat man gerade noch schön auf der Overview gesehen. Zirke damit natürlich den Go. Kann leider da keinen machen. Flashes ist manchmal auch wichtiger. Bombe wurde gelegt. Boah. Wird rastet mal wieder aus, hat den Top-Spieler gemacht. Neo mit Refrag, 2-2. Navi aber beide super low. Ist an der Tonne gelegt, so wie ich das jetzt gesehen hatte. Heißt, von Mitte kann er getötet werden. Füße, oh, gespottet von Neo. So, Markelov hat noch relativ viel HP, aber kassiert direkt von Kuben auf der 6. ESC mit der 7. Runde in Folge. Kohle haben sie auch ohne Ende. Navi wird das auf jeden Fall natürlich weiterkaufen können.
waren es direkt 4-6, 4-2. Eieiei, Navi, Navi, Navi. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ESC das 2 rausgewählt hat. Das war ein Instant Go. Das ist genau MTW öffnen. Diesmal sieht das echt gut aus. Smokes liegen sehr gut. Hinten zum Grundlinie, aber dann dieses Reindaddeln verstehe ich nicht. Warum fährt man da so die Spots vor? 2 gegen 3. Der Makelov steht da zwar schön auf dem Stopper, aber ist das Smoke auf Spot oder Front Spot? Boah, Makelov! Makelov! Was? Aha! Der erste Headshot war ja okay, aber dann drückt er einfach durch und macht alle drei. Aha! So eine Lackscheiße. Aber warum ESC dann einfach nicht offensichtlich blockt, verstehe ich nicht. Lassen sie den Funde fusen, die beiden anderen stehen so halb neben ihm, nicht mal vor ihm oder so, machen Meat Shield. Ach du Kacke, und geben dann Makelov die Chance und er macht es tatsächlich mit einem Murder Spray. So, das, die Sache ist, sollte ESC die Runde holen, ist Navi direkt broke. Das heißt, es ist eine super wichtige Runde hier für die Ukrainer, um noch im Spiel zu bleiben. Sollten sie die verlieren, wird es wohl bei sehr, sehr wenigen Terrorrunden bleiben. Auch ESC hat gar nicht mehr so viel Kohle. Ich meine, gut, Neokuben kann da auch noch auf jeden Fall eine Runde legen, aber danach wird es wahrscheinlich auch schon wieder knapp. Wir spielen jetzt nochmal ihren Innen-Go und den fand ich ja bisher nicht so doll. Sehr gute Gegenflash von Neo. Also dieser Move da über den Train zu flashen, was Nip da so halb etabliert hat, auch bei Neo angekommen. Weiße Füße. Noch keine Hits gesetzt. So, jetzt müssen mal ein paar Flashes kommen. Boah, sie geht auch noch an Edward ran, der sieht 0. Starwix dafür aber gesetzt. Stimmt doch oben. Diesmal sieht es wirklich besser aus. Lord gast einfach durch. Lord fährt einfach durch. Durch die Smoke. Und er rafft nicht mal, dass er noch am Spot ist. Macht sogar einen zweiten. Und Lord rettet hier irgendwie die Runde für ESC mit einem Harakiri-Move. Erster Güte. Weil noch ist es nicht vorbei, aber einfach mit Low HP. Super Fläche. Und die Runde geht mal sowas von auf Lord. So geil die Smokes auch waren, abdecken sollte natürlich auch schon einer. Die Bombe war allein hier, die anderen haben irgendwie in der Smoke oder waren irgendwie vorn. Keiner hat irgendwie nochmal von hinten abgedeckt. Und da geht der Fuse auch... Ach, schon wieder irgendeine Pause. Ist sie schon wieder Hyping? Also eben noch gibt's nichts. Ja, die Bombe geht jetzt hier imaginär hoch. Auch geil. Mal schauen, was gleich passiert. Ob sie... Ah, das ist interessante... Ich meine, klar, die Pause kommt natürlich danach. Aber bin gespannt, was auf dem GoTV passiert. Ob die Bombe da, ob der Spot hochgeht, ob dann der Sound noch abgespielt wird. Mal gucken. Tja, Navi ist auf jeden Fall broke jetzt mit den 800 zusätzlichen Dollar. 1,5, 2,4, 3,2 hat man ungefähr. 3,2, 3,5 teilweise. Zeus hätte ein bisschen mehr. Also wie ich Navi kenne, kaufen sie vielleicht wieder Guardians oder so ein Mist. Also es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass sie kaufen, aber eher unwahrscheinlich. Scoreboard dabei ein bisschen aufmachen.
Übrigens habe ich noch die ganzen Keys, die eigentlich schon Leute gewonnen haben, aber die haben sich nicht gemeldet. Und von daher würde ich die einfach mal heute raushauen wollen. Na, was dauert jetzt hier wieder so lange? Ja, also wie gesagt, Keys. Hab noch ein paar kleine Geschenke, aber bin gerade am Überlegen. Ob ich die einfach so raushaue und dann wer zuerst kommt, mal zuerst, oder? Also ich habe zumindest zwei Sachen, da geht es wahrscheinlich eher um Interesse. Und zwar habe ich zwei Firefall Beta Keys hier rumflattern und ich glaube, das ist auch nicht. Ah, okay, es geht weiter. Ich glaube, das Game ist auch nicht für alle was. Falls da jemand ein höheres Interesse daran hat, das Game schon immer mal ausprobieren wollte, kann mir ja mal irgendwie eine Twitch-Pan schreiben. Also sollte halt schon an Leute gehen, die es dann auch wirklich testen wollen und ja, das auch nutzen. So, aber dazu vielleicht nach dem Spiel mehr, denn es geht hier weiter. Bombe wurde einfach defused, ist nichts hochgegangen, um das auch noch aufzuklären. So, doch eine Eco bei Navi. Ui, da habe ich mich aber dick verrechnet. Zeus kann diese Müll Get Right Flash. Also nicht, dass die Smoke Müll wäre, aber. Ah, bei Get Right landet sie fast mittig im Gleisbett. Er wirft sie aber auch ganz minimal anders. Boah, schönes Aiming von Senja, war instant drauf. Also ich weiß nicht genau, wo man sich hinstellen muss. Vielleicht hier an diesen Dingens. Diese Dingskante. Ich glaube, Getright wirft sie wirklich genau an der Kante vorbei und dann fliegt sie länger und landet dann wirklich hier fast mittig. Zumindest hat er das letztes gemacht, was Sieg. Auf jeden Fall eine nützliche Smoke. So, nächste Equip Drones. Sehr, sehr schneller Go außen. Ich habe vorhin schon mal gespielt. Dort ist richtig blind. Mal abgeflasht wurden. City Top ist bekannt. Sehr, sehr gutes Spot. Der hinteren Spot. Immer sehr gefährlich. Ace steht da ganz gut. 3 gegen 3. Und wer ist on top? Lord. Sehr, sehr wichtig, dass er einen noch mitnimmt. Hat aber gut Damage gefangen. Senja kann ihn auch finishen. Markelov? Nee, Senja von der Seite. Oh, und jetzt das One-on-One. Tess ist low. Die Bombe liegt, glaube ich, hinten. Die Bombe ist nicht recht gelegt! Ich dachte, die Bombe ist die ganze Zeit schon gelegt. Oh Mann. Und Tess gibt mal wieder ordentlich Schellen. 10 zu 1. Och Mann, für Navi läuft es aber auch gerade überhaupt nicht gut. Ich habe auch auf Navi getippt. Was hat mich da bitte geritten? Also ich meine, es ist noch nicht vorbei. Selbst wenn EC jetzt die Runde holt, können sie nur noch 4 machen. Die 4 T-Runden können sich eigentlich sehen lassen. Oder können natürlich auch reichen. Übrigens eine Autosniper bei Pascha. Sehr, sehr starke Waffe auf jeden Fall.
wieder dieser Go. Dann versuchst du einfach nochmal. Oh, die Smokes sind auch wieder ähnlich. Ist ja noch nichts gefallen. Gut, die Fläche ist auch von... Oh, schon. Oh, ist das ein Fake? Nice. Ich glaube, man ist da hinten durchgelaufen. Neo macht dann noch einen Headshot. So, wichtiges Duell. Und Makalov gewinnt. Super wichtig. 3 gegen 4. Da merkt man einfach, Senja hat nicht so wirklich einen Plan, wo er sich da verstecken soll. Sterbensbein des Sarix von hinten und er wird direkt geholt von Tess. Gut aufgepasst. Oh Mann. Oh Mann. Sie können einfach den Spot nicht halten am Inneren, wenn sie den einnehmen. Wenn sie das schaffen, wird die Sarix natürlich ein leichtes Spiel von hinten, die Runde sicher zu machen. Nette Zerstörung bisher. Sind noch 2 Mollys schon bei ESC. Oh, guckt man sich das Geld an, dann weiß man warum. Oh, jetzt endlich hat Makel auch mal Aave. Vielleicht auch eine Entscheidung, die hier zu spät kommt. KG gibt es in Gold. Zeus ein. Zack, spielt man mal an der Avalanche, weiß ich nicht. Aber man hat was über KG gemacht. Schon sitzt das. So, sind auch beide bekannt. Man hat noch die Überzahl. Und Edward ist innen draußen. Senja konnte da nicht legen. Oh, wird noch geholt. Und Edward schiebt mit. So, sie wissen, wo er ist. Man sieht ihn auch noch. Der TP ist immer noch dahinter im Spot. Was macht die nicht? Boah, da ist er nervös. Boom, hat aber keine Munition mehr. Und wird geholt vom Halklauf. Eieiei. Nettes Todesduell am Ende. Todeskampf. So, jetzt hat einem was geklappt. Gucken wir es nochmal. Spielen wieder innen. Fake vielleicht nochmal. Man spielt tatsächlich einfach nochmal. Stark hat aber die Bombe liegen lassen. Boah. Der Makalov hat... was? Makalov hat Fusset gegeben. Artus und Zere sind 3 Spieler low. Dort wurde gefinished. Pasche macht auch noch einen. So, Bomben jetzt auch bei Zeus. Edward innen. Aber wie gesagt, Neo low, Pasha low. Die Runde ist noch nicht gegessen. Edward zieht sich vor. Oh, da kommt leider ein... Lol, das war doch Neo. So, das wird runter. Nochmal Frag. Schön. Sauber gemacht. Turn 1. Ah, nix. Er kann dich. Schade, wenn er den macht. Große Rampe. Er war noch nicht gehört. Na gut, auf dem Event ist wahrscheinlich auch laut. Im Laden dann eher unwahrscheinlich sowas zu hören. 13-2. Eine sehr, sehr starke Halbzeit von ESC. Unglaublich dominant. Navi aber mit ganz soliden Goals. Teilweise sind ja auch oft am B drauf gekommen, aber den Retake nie aufhalten können, nie den Spot dann verteidigen können. Vielleicht wird's ein Comeback von Navi. Dazu aber dringend die Pistole nötig. Starix. Auch nochmal AFK. NG, NG, NG. Vielleicht NL. Starix war weg oder was? Ja, kommt wieder. Gibt das mal. Na los. Was
Ist jetzt weg oder wieder da? Er ist da. Was sind alle da? Und was ist nur auf dem Admin? Aber das sind nicht so viele Raffen. Ach, das kann doch nicht so schwer sein, hier mal noch einen Restart zu machen. Ah. Okay. Sorry, ist also wirklich AFK. Zero Gravity spielt dann seinen Rechner. Auch nicht schlecht. Das ist auch so geil. Man ist übelst fokussiert. Restarts kommen. Nur Zero Gravity hat es gemerkt, dass Starix weg ist. Setzt sich an den Rechner, springt für die Pistol ein. Und macht Ace oder sowas. So, jetzt aber der echte Starix wieder da. So, mit Abfahrt in die zweite Hälfte, Navi gegen ESC, Spielstand war 13:2, sollte Navi hier die Pistole verlieren, ist es wirklich schon so gut wie vorbei. ESC schon mit 2 Smokes, mit 3, ja. Flash hinter den Spot, oh, die Smoke. Die Smoke lag leider nicht und die wurde geblockt und deswegen ist Tess wahrscheinlich, Pascha wahrscheinlich auch gestorben. Lord mit netten Move über innen. Der Retail kommt aber schon sehr, sehr schnell. Ob das ausreicht? Das ausreicht. Posi ist bekannt. Navi holt sich die Pistole und hält sich im Spiel kein Kit. Oh, das ist aber auch fahrlässig in der Pistole, muss ich sagen. Zumal zwei auch keine Weste haben. Jetzt ist Kit gepickt. Hatte wahrscheinlich Markloff. Und, Zeus ist der Einzige, der das noch bemerkt hat. Ja, gut, dass oben auch die Namen wieder vertauscht sind. Machen. Nee. Schade, bleibt bei zwei Fracks. Ein Frack. 2:0 und overall 4:13. ESC kauft aber direkt. Wollen hier den Sack schnell dicht machen. Ist wieder allein am B, aber der wird sich, denke ich mal, auch mehr da jetzt Gedanken gemacht haben. Oder einfach fitter sein. So, ESC macht sich ja wieder bereit mit ihren Smokes. Neo hat da auch eine. Oh, toll. Ah, die war nicht gut. Naja, gut. Mir ist besser gefallen, wenn man Z richtig smoked. Starx blind hinterm Spot. Pascha allein über Popdog. Boah, Markloff drückt einfach durch die Smoke durch. Sehr, sehr schön. Ich würde nochmal
sehr geile Pose genommen. Aber dann natürlich auch gefangen dort im Eck. Nur noch Zeus Überlebende. Denn da kann er nicht machen. Oh, Kassel Headshot von Koben. ESC schon mal mit der 14. Runde. Tja, und Navi ist so gut wie broke. Riskieren sie es, gehen sie auf Draw. Scout bei Starix. Pumpe bei Zeus. Edward Farmer, Senja. Was hat der? P250, glaube ich. So, wird Makelov hier zum. Ne, wird Starix hier vielleicht zum Kolon. Dieses Waffenmodell sieht auch so gut aus. Sieht übelst mächtig aus und dann ist es nur eine Scout. Vielleicht sind dann Spots sind wirklich unglaublich gut. Styx ist gerade komplett orientierungslos. Haft jetzt gerade wieder, wo er ist. MTW schon gefallen. Und was will Styx da jetzt noch machen? An der Tonne. Kassiert einen Instant Headshot. Keine Sonne sieht hier Navi. Sie werden komplett auseinandergenommen. Draw sicher. 15 zu 4. Da, nochmal wird hier gekauft, was geht. Klar, bleibt hier nichts anderes übrig. Ich bitte, glaube ich, einfach nochmal das gleiche. Hier die Flashes. Das muss so ein. Zwei Phasen go oder sowas. Gruben hat er. Okay, boah. Ist auch so ein ekelhaftes Eck, muss man sagen. Übelst dunkel. Mal da unten kommt es halt genau der Schatten. Also merkt man, sie haben sich auch mit den Maps natürlich beschäftigt. Der Support von Makelov. Wir werden dann sicherlich auch direkt durchpushen von hinten. Machen sie auch. Sehen wir, ob das gleich fruchtet. Oh, schade. Von der Smoke weggedreht. Zeus. Schön Headshot. Oh, da fallen dafür mal alle. Und das hat sich komplett ausgeteilt, da wirklich über hinten zu schieben. Super. Schöne Shotgun. Damn. Und da sitzen sie, liegen zwei in Reihe. Vielleicht auch nicht so gut. Sollte vielleicht einer von rumlaufen oder auf der 6. Tja, Navi nochmal mit einem Ründchen. Der Go. Das war aber sehr schnell von ESC. Der Grins. Der ist mir einfach legen. Jetzt geht's weit auch durch. Mit dem MTW den Flag gezogen. Nach hinten ist auch gedeckt von Lord. Spielt da, glaube ich, wieder seinen Move über hinten. Gibt auch Gas. Oh. Risiko. Oh, aber Neo rastet. Neo rastet, Zeus fused einfach aus Spaß und Navi fliegt hier hochkant aus dem Turnier. Also sie haben jetzt insgesamt 10 Runden geholt in 2 Spielen. Gut gegen NiP, aber auch gegen GSC 0 Chance gehabt. Ziemlich enttäuschende Leistung von Navi, muss man sagen. Ich habe da echt mehr erwartet. Auch also vielleicht nicht unbedingt ein Sieg oder so gegen NiP oder sowas, aber schon wesentlich knappere Ergebnisse, da sie einfach online zurzeit sehr gut unterwegs waren, aber LAN ist dann halt doch nochmal was anderes. So, ein Team ist somit ausgeschieden, Navi ist hier Platz 4, gehen mit 1000 Dollar nach Hause, ESC spielt jetzt gleich gegen Virtus Pro um den Einzug ins Overall-Finale, also bleibt dran, bis später.